Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Jörg und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, und heute gibt es Division Rivals Rewards. So, Jungs, wir werden heute die Packs ziehen. Danach werden wir die Spieler verkaufen. Ich habe auch gestern gesagt, wir haben gar keine Spieler mehr. Also, wir haben keine Mannschaft einfach. Ich hoffe, wir ziehen was Schönes, dann können wir unser Traumelf erstmal machen. Und am Sonntag können wir im Stream da schön Weekend League zocken. Seid auf jeden Fall dabei. Wir werden am Abend streamen, so bestimmt gegen so 20, 21 Uhr. Seid auf jeden Fall dabei. Aber nicht zu vergessen, natürlich Freitag, Samstag wird ganz normal gestreamt. So, also 2000 Punkte haben wir hier. Wir können die auch jetzt einlösen. Wir sind zum ersten Mal hier qualifiziert mit Türkisch Liga. Boni verfügbar. Die Wochenwettkampf-Boni sind jetzt verfügbar. Okay. Ah, jetzt kriegen wir, genau, Option 1, Option 2 und Option 3, also Option ist 58.000 Münzen, dann Option 2, 2 Jumbo Premium Gold Pack, ein seltenes Spieler Pack und ein Mega Pack. Habe ich schon ganz am Anfang gesagt, dass wir Option 3 nicht nehmen, weil es alles untradable ist. Dann haben wir gestern das Straw Poll Link erstellt, ja, sollen wir Option 1 nehmen oder Option 2? Ihr habt euch entschieden, ihr wollt Option 2 haben und auf Instagram habt ihr das auch geschrieben, also wir nehmen jetzt die Packs, ich hoffe, wir ziehen was Schönes hier und dann können wir geile Karten holen. Es gibt 2, 3 Informs. Ja, wir haben auch Rang 1 ja, geschafft. Hoffentlich richtig ziehst nice. Du gar nichts. Du hast eh schon alles gezogen, was man ziehen konnte. Hoffentlich ziehst du da nichts. Er hat, glaube ich, vergessen, dass es türkische Liga ist, aber egal. So, als erstes ziehen wir Jumbo Premium Gold Pack. Ja, wir haben insgesamt jetzt 21.000 Münzen. Wenn wir am Ende so 80.000 bis 90.000 kommen, dann ist es auf jeden Fall nice. Dann können wir auch schöne Champions League Karten holen. Auch 2, 3 Informs, wie zum Beispiel der von Galatasaray Rodriguez und von Trabzonspor. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Rodriga. Ich hoffe, wir können die gleich kaufen. Wir ziehen. Let's go. Okay, es wird hier kein Walkout auf jeden Fall. Flächen-LED auch nicht. Frankreich, ZTV, Lenglet. Mal sehen, wie viele Spieler wir noch gekriegt haben. Ist nicht schlecht. Also wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Spieler hier gekriegt. Die werden wir alle natürlich verkaufen. Ich zeige euch danach auch, für wie viel die weggegangen sind. Zweites Pack hier, let's go. So, zweites Pack, Jumbo Premium Gold Pack wieder. Alter, wir schaffen hier Rang 1 und immer noch keinen Walkout. Nice, Alter. LM, wer ist das? Oh, Bubble! Können wir direkt mal behalten hier. Ryan Bubble, 82 Tempo, 79 Schuss, 70 Pass, 90 Dribbling. Nice, Alter, Bubble. Super, Alter. Wir müssen jetzt keinen Bubble mehr kaufen, Alter. So, gibt's noch andere Walkern, den wir da haben wir auch hier. So, als nächstes hier Megapack, 35k Set. Und dann ganz zum Schluss selten Spieler Set. Da haben wir dann insgesamt 12 Spieler. Mal sehen, Alter, ob wir einen Walkout kriegen. Heide. LED vielleicht? Jawohl, LED ist am Start. Deutschland, Baumann bestimmt. Ey, Baumann, geht bestimmt für 2k oder so weg. Aber jede Menge Spieler, das ist halt nice. So, Jungs, letztes Pack für heute. Wir kriegen 12 Spieler hier. Heide, Bismillah. Alter, du schaffst hier Rang 1, Digi, und dann kriegst du nicht mal einen Walkout. Egal, LED, ja, wieder Deutschland. Das wird der Süle. Alter. Rang 1 und nicht mal ein Walkout. Geil. Es wird knapp, Alter, mit 80.000, 90.000 hier. Okay, wir haben hier Morata noch. Batshuayi. Ja, sind jetzt nicht so schlecht, aber mal sehen, was wir am Ende kriegen. Aber ich denke nicht, dass wir 80.000 bis 90.000 haben. Also wir geben Gas. So, Jungs, wir haben jetzt die Spieler hier verkauft, komplett. Und ja, am Ende haben wir 52.000 nur. Hätte ich einfach mal die Coins mitgenommen, dann hätte ich schon über 70k, beziehungsweise fast 80k. Dann könnte ich mein Traumelf machen. Hier sind nochmal die Spieler, die ich halt verkauft habe. Also wie gesagt, am Ende haben wir 52.000 gekriegt. Wir werden jetzt unsere Mannschaft machen und ich zeige euch dann unser Elf. So, Jungs, wir haben jetzt unser Elf am Start. Plus noch natürlich 7 Auswechselspieler. Wir fangen mal an. Und zwar im Tor haben wir Muslera, Freunde, ja. Seine Champions League Karte. Ich freue mich schon riesig, Jungs. Traditionell 1,90. Seine Champions League Karte sieht einfach mal heftig aus. So, dann auf der rechten Seite haben wir von Galatasaray Mariano. Auch nice der Typ. Dann in der Innenverteidigung natürlich, ja, keine Frage, Jungs, ne? Natürlich die besten zwei Innenverteidiger momentan. Und zwar einmal Pepe und einmal wieder von Beşiktaş. Und zwar wieder. Auf der linken Seite haben wir dann, also LV Adriano. Der hat einfach kranke Werte, der Typ. Ja, schwacher Fuß, 5 Sterne, alles über 70. Ich weiß immer noch nicht, warum er bei Beşiktaş spielt. Er soll mal wieder zurück zu Barcelona gehen oder so. Wäre auf jeden Fall nice. Dann, ja, ZM haben wir hier. Schöne, gute zwei Spieler. Und zwar einmal hier Medel und einmal Champions League Karte von Fernando. Der kommt jetzt hier rein, nicht Rechtsflügel. Ich habe ja euch immer wieder gesagt, Kutschka oder Medel. Ne? Aber jetzt ist ja halt Fernandos Karte rausgekommen, also seine Champions League Karte. Aber unten in den Kommentaren könnt ihr gerne mal schreiben,
lieber mit Kutschka spielen oder Champions League Karte Fernando? Könnt ihr gerne mal schreiben. Man muss auch zugeben, Fernandos Karte sieht schon auf jeden Fall heftig aus. Dann natürlich auf der linken Seite. Ja, keine Frage. Inform, unser erster Inform hier, Gary Rodriguez. 92 Tempo, 77 Schuss, 77 Pass, 83 Dribbling, 74 Physis. Ein Außenspieler, sehr, sehr starke Stats hat er. Rechtsflügel, Jungs, ist doch klar, oder? Quaresma, Ricardo Quaresma. 83 Tempo, 74 Schuss, 82 Pass, 88 Dribbling. Seine Karte ist zu heftig einfach. Ich hoffe, er bekommt wieder wie letztes Jahr SBC oder der soll mal ein bisschen Tore schießen. Ich hoffe, eine Inform oder so. Ja, dann zwei Spieler sind noch übrig. Stürmer, und zwar einmal Burak Yılmaz von Trabzonspor und wieder ein Trabzon-Spieler, und zwar Rodelega. Hugo Rodelega. So, ich habe seinen Namen, glaube ich, jetzt richtig ausgesprochen. Burak Yılmaz, Tempo ganz okay, 80. Tempo 81 Schuss. Passt. Physis hat er 77. Rodelega 79 Tempo, 81 Schuss. 77 Pass, 77 Dribbling und 76 Physis. Dazu noch 4 Sterne Spezialbewegung, nicht schlecht. Wir gehen nochmal durch, was wir so bezahlt haben für die Spieler hier. Ne? So, Mustera haben wir 8.900. Mariano 700, Pepe 4.900, wieder 700, Adriano 700, dann Fernando Champions League Card 6.500, der war bei 6.000, aber jetzt kostet er 6.500, mal sehen, vielleicht wird der teurer. Dann haben wir hier Medell, ich habe ja auch schon ganz am Anfang gesagt, wir haben ein SPC Pack gemacht und Medell haben wir da gezogen. Dann Quaresma für 2.1, Rodelega für 10.5. Burak Yılmaz haben wir 2.700 ausgegeben, mit Hunter nicht zu vergessen und Gary Rodriguez 12.5. Natürlich haben wir noch hier 8 Spieler am Start, unsere Auswechselbank. Einmal Ryan Babel haben wir ja gerade eben gezogen, haben wir nicht verkauft. Dann haben wir Serdar Aziz hier, von Galatasaray Ryan Dong, Wagnerlov von Kasımpaşa Trezeguet. Ich habe ja auch mit Trezeguet über 50, 60 Spiele gemacht. Ja, ihr habt ja auch mitbekommen, der war auf jeden Fall richtig nice. Dann brauchen wir natürlich noch einen Verteidiger, also Außenverteidiger, und zwar von Fenerbahçe, Şener Özbayraklı, kommt auch hier rein. Und natürlich brauchen wir einen Torwart, und zwar Volkan Demirel. Weil wir vorhin Volkan Demirel gezogen haben, kommt der rein. Ansonsten könnten wir auch Karius nehmen. Ihr könnt gerne unten in den Kommentaren schreiben, auch unsere Auswechselbank oder so, oder unser erste Elf. Falls euch nicht gefällt, könnt ihr gerne mal Verbesserungen geben. Aber am Sonntag werden wir mit so einer Elf hier streamen. Seid auf jeden Fall dabei. So, am Abend, wie immer, 20, 21 Uhr. Ich hoffe, wir schaffen die 30-0. Okay, 30-0 war ein bisschen zu viel, glaube ich. Ich hoffe, wir kommen so ein Gold ran. So 14 Siege wäre schon richtig nice. Also seid auf jeden Fall dabei. Sonntag, so gegen 20, 21 Uhr Livestream. So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, kannst lange warten, dass ich was sage. Um 21 Uhr kommt wieder ein Video online, und zwar Food Champions Belohnungen. Ja, seid auf jeden Fall dabei. Wir sehen uns. Bis später. Peace.